Pressekonferenz heute Vormittag im russischen Außenministerium. Dort bestätigt man die Ausweisung, mehr aber auch nicht. Es wurde der deutsche Botschafter in Moskau einbestellt. Ihm wurden die Antwortmaßnahmen verkündet. Und es wurden auch die Leute genannt, die im Laufe von 7 Tagen das Territorium der Russischen Föderation verlassen müssen. Prompte Reaktion aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Die Bundesregierung nimmt die Entscheidung der russischen Regierung mit Bedauern zur Kenntnis, 2 Mitarbeiter der deutschen Botschaft Moskau zu Personae non grata zu erklären. Sie sendet das falsche Signal und ist ungerechtfertigt. Es geht um den Mord an dem Georgier Kankuschwili im August hier in einem Berliner Park. Der mutmaßliche Täter war mit falschem Pass aus Russland eingereist. Er hatte offenbar Helfer in Deutschland. Nach der Tat wurde er festgenommen, sitzt in Untersuchungshaft und schweigt. Zuletzt gab es von der russischen Seite versöhnliche Töne. Ein Kreml-Sprecher erklärte, man wolle mit der deutschen Seite bei der Aufklärung des Mordes zusammenarbeiten. Die Ausweisung der beiden deutschen Botschaftsangehörigen aber ist der nächste Schritt der diplomatischen Eskalation.